Einen wunderschönen guten Morgen. Ist ja eigentlich schon Mittag. Da hat Frauenhand wieder mal ein Paradies erschaffen. Was wäre, wenn diese in Jahrhunderten erworbene Begabung für einen anderen Zweck gedacht war? Wenn das nur eine Vorübung war, um ganz andere Gärten zu gestalten, nämlich den sozialen Garten, ja, das Selbstverständnis, das der Frau beigebracht worden ist. Ich bin selbst wer. Ich, die tolle Frau. Braucht die Männer ja gar nicht. Alles für mich. Ich hoffe, es ist so ein bisschen, wenn du mir gefolgt bist, alle Videos bitte von vorne angucken. Diese Reihe, das Grundproblem unserer Zeit ging voraus. Jetzt haben wir läuten wir ein neues Kapitel ein, das ich nennen werde, die neue Welt. Also wenn du nicht einfach so dein Schnäppchen rauspickst, mein lieber Mitmensch, sondern wie jeden Weg man im Leben von vorne gehen muss, auch den mit mir von vorne gegangen bist, dann wirst du den Hintergrund anders einschätzen, diese Äußerungen. Die Frau, die eine kostbare Begabung hat, die sie immer wieder auch zeigt, auch eine Liebe zu den Gärten, zu den Pflanzen, eine Lust auch der Gestaltung. Wenn diese Begabung gedacht wäre, um das soziale Miteinander zu gestalten, mit dem künstlerischen Sinn, den es braucht, das sind meine Hühnerli-Freunde, mit dem künstlerischen Sinn, den es braucht, um dieses Gefühl für Farben, wer und was da sich verträgt, rein optisch und natürlich von den klimatischen und den Bedingungen des Bodens her. Das Händchen, das man da so hat, der grüne Daumen gar. Wie wäre es, wenn daraus ein sozialer Daumen werden möchte? Also die Gesellschaft nicht irgendwie bunt als Einheitsbrei zu gestalten, alles mal in einen Topf und schön rumgerührt, würde man ja hier auch nicht machen, ganz offenbar. Und man weiß, wo die Brennnessel gerne wachsen möchte und was anderes nicht. Und man weiß auch, wie die Lebewesen es gerne haben. Eine wirklich sehr, sehr große Begabung, insbesondere der Frauenmenschen. Drüben ist eine andere am Werkeln. Aber jeder für sich eben in seinem Garten macht sein eigenes Reich. Aber das öffentliche Leben überlassen wir irgendwelchen hochbezahlten Psychos und kommen nicht einmal auf den Gedanken, dass wir die Begabung, dass die in uns schlummern, um wohlschmeckende, nährende Säfte hervorzubringen, wie hier aus diesen Holunderblüten, dass man etwas zum Blühen bringen muss überhaupt. Nun ja. Das als kleiner Vorgriff, hier wieder vollkommen aus dem Stegreich. Ich wollte eigentlich nur die Pflanzen machen. Ich bin in der Nähe von Augsburg. Die Sonne lacht, mein Auge tränt, irgendwie ein Gräslein, das mir, ich war fast schon stolz drauf, überhaupt keine Allergie mehr zu haben. Aber irgendwas lässt meine Nase laufen. Nun gut. Ich habe mich gestern Abend entschlossen, als ich darüber nachsann, wie es nun weitergeht,
diese Serie Die Grundprobleme unserer Zeit, dieses Thema zu beenden. Und auch mit meinem Geburtstag, den ich gestern begangen habe, sehr still und ruhig und alleine. Aber dafür habe ich auch sehr viele Geburtstage mit sehr vielen Menschen begangen. Das ist auch in Ordnung. Ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die neue Welt. Meine Vorstellung ist ungefähr so. Ich habe euch, so ihr denn gewillt seid, mitzugehen, habe euch geführt an einen Punkt, einen Aussichtspunkt 200 Jahre in der Vergangenheit als Zeitpunkt X. Und von dort blicken wir auf eine Menschheit, die nicht mehr wusste, wer sie ist und was diese Welt ist, wozu diese Welt ist, die sogar die geistige Welt verleugnet. Und es gab Gründe, warum das so ist, aber man war sich der Frage nicht bewusst, dass wir uns verloren haben. Und so suchte man nach Antworten, produzierte genau wie heute überflüssige Produkte, immer mehr Antworten, Antworten, verlor sich in den Antworten der Unterantworten auf die Unterantworten. Und deshalb gehen wir auf die Grundfrage zurück mit der Diagnose, die an die wahren Antworten, die konnte nicht gegeben werden, weil die Fragestellung nicht bekannt war. Wie hängt das, was ich nun über die Welt denke, was ich empfinde, was ich fühle, wie hängt das irgendwie mit denen da draußen zusammen und was soll das Ganze eigentlich? Aber es wurden Antworten gegeben, die dann zum Beispiel in der Gründerzeit ihre Ausprägung, ihre Inkarnation sozusagen fanden. Oder nicht ins Karnem, ins Fleisch hinein, sondern in was ist das, in Petra, also der Stein, ne? In Petrifikation sozusagen. Stein gewordene Visionen, Stein gewordenes Selbstverständnis der Menschen oder eines Gesellschaftsverständnisses auch. Daraus wuchs dann binnen relativ kurzer Zeit über den Ersten Weltkrieg mit dem Kadavergehorsam, wo man das pharaonische Verhältnis des einfachen Volkes noch einmal erneuerte, Heil Wilhelm der Erste und so weiter. Heil dir, ja später war es dann Heil du Hi, Heil du Hitler, du. Also Hauptsache Heil, ein neuer Gott war geboren, aber welche Ausgeburten er in die Welt brachte mit uralten Kolosseen und diesen SPQR-römischen Standarten, also Albträume einer längst vergangenen Zeit, Wiedergeburten. Ich habe das in der Wachenlämmer auch beschrieben. Das können wir noch heute, die Überreste davon in Nürnberg bewundern und anderen Städten natürlich. Und uns wird immer wieder gesagt, wir haben noch irgendwie eine Verpflichtung, uns mit dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die ist natürlich eher so eine Art Selbstgeißelung, auch in der Richtung, wir hätten irgendwie einen Fehler gemacht, also Hauptsache Fehler, Hauptsache nicht hingucken. So. Aber ich lade euch zu einer wahrhaften Auseinandersetzung, zu der wir tatsächlich verpflichtet sind, ein, in dem Wissen, dass alles, was wir dort, was dort geronnen ist, in Stein, in gesellschaftliche Ordnungen, in Rassengesetze, dass all das einem Albtraum, einem Irrtum entsprungen ist und wissend, dass wir in Sätzen wie oder Ausdruck wie Alphatier und vieles, vieles, vieles andere, worauf ich Stück für Stück eingehe, die falschen Antworten schon verinnerlicht haben. Und deshalb parallel zu Betrachtungen, die in die neue Zeit führen, die eine wirkliche Antwort sind auf das, was werden wollte mit dem Kind Europas, was aus diesen Monarchien hat werden wollen, dass wir dazu parallel immer wieder Dinge zerpflücken müssen. Leider, leider gewissermaßen. Es wäre so schön, man könnte den ganzen Tag nur Fernsehen oder sich sonstigen Vergnügungen hingeben. Ach ja, sagt der Schweinehund, das ist echt dumm. Aber
Der michaelische Geist, der in uns wohnt, der sagt, wunderbar, dazu bin ich hierher gekommen, um Arbeiten zu leisten. Irgendwie Arbeit, Arbeit macht frei, Arbeit Wohlfahrt, Arbeit vereinigt durch dieses Arbeiten, durchzieht ja nun die ganze Welt irgendwie, nur eben wieder am falschen Platz. Wir wollen arbeiten, indem wir uns meinetwegen den Nazi erlösen, zu nah so, ist gleich Nationalsozialismus. Wir wollen uns auch, also Stegreif fällt mir nicht alles ein, ist auch in Ordnung. Wollen uns vieles betrachten, den Shitstorm, kam mir heute Morgen dieser Ausdruck entgegen. Die Menschen schlucken Begriffe, ohne sie auch nur eine Sekunde daraufhin zu überprüfen, was damit gesagt werden oder was damit gesagt wird und was ich ja nicht damit sagen möchte. Also wir werden Begriffe auseinanderpflücken, denn sie wurden hineinbetoniert, hineinzementiert schon in ein bestimmt oder mit einem bestimmten Verständnis zusammen zementiert. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also aus meinen Augen ist das heute sonnenklar. Das Verständnis, wir werden heute in die Innenstadt auch gehen, zur Fuggerei zum Beispiel, wo ein bedeutender Schritt in Richtung Sozialwesen, da wurde es überhaupt erst nötig, vorher war das nämlich gar nicht nötig, getan worden ist von dem Jakob Fugger. Ich werde euch nochmal erzählen von dem Roman von Andreas Eschbach, One Billion Dollar. Und wir werden auf das Rathaus blicken und bemerken, dass wir schon glauben zu wissen, welcher Rat da wohl war. Und wir werden glauben, wir werden auf andere Dinge blicken und an uns bemerken, dass wir bei allem ja eben glauben zu wissen, was das war, auf dem Hintergrund einer funktional erklärten Welt, in der wir Tiere sind, höhere Tiere, deren Zweck eben ist, halt irgendwie mal schnell Schule und dann Ohrbeten und dann sterben. Und dazwischen gibt es ein bisschen Sex und dann gibt es ein paar Geburtstagspartys und das war es im Grunde auch schon. Ein bisschen Fun. Fressen, ficken, saufen. Darauf ist diese Zeit sehr treffend reduziert worden. Und viele, viele fragen sich ja immer mehr, immer trauriger, immer depressiver, immer ausgebrannter, ist es das, wozu ich hergekommen bin? Obwohl das Stellen dieser Frage vielen dadurch verunmöglicht ist, dass die jenseitige Welt irgendwie ganz weit weg und im Grunde irreal ist, so wie es der alte Herr gestern ausdrückte. Er weiß auf jeden Fall, dass sein Bruder, der evangelische Theologe, dass der sich auf jeden Fall irrt, weil der hat so ein festgezimmertes Weltbild. Also dieser alte Herr hatte selber da sehr genaue Anschauungen über die Welt und die kamen in allem durch. Aber was die Jenseitsfrage anbelangt, was bei seinem wahrscheinlich nicht in 93, wird es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern, bis man auf die andere Seite wechselt, was dann ist, ja, das lässt er offen. Da plötzlich ist eine Offenheit da, da kann man sich sogar selbst täuschen, nämlich, das ist mir unangenehm, ich vermeide die Frage, denn mindestens sollte man sich zwei Alternativen vor die Seele rücken, aber er vermeidet die Frage eigentlich und macht sie zu. Und das wird auf der anderen Seite ein furchtbares Erwachen geben, dass er sich hier nicht damit beschäftigt hat. Nun ja, das erstmal zum Einstieg. Aufbauend die neue Welt, Schritt für Schritt soll sie vor euren und unseren Augen erstehen, aber dadurch auch, dass wir immer wieder mal aus dem Asphalt lösen, aus dem wissenschaftlichen Asphalt, was dort hineingeschmolzen wurde. Schon wieder das Phänomen. Ich sitze hier und denke, wo Gott, wo fange ich nur an? Bei dem vielen, das ich schon in mir bewegt habe, fangen wir einfach mal damit an. Und darum macht ihr so viel Theater? Seht ihr, ich fühle mich hier sehr wohl, in diesem wunderbaren Garten. Ich darf hier auch sein, auf dem Platz hier mit den beiden Stühlen. Und ich habe auch gut geschlafen. Naja, also nicht so, wie ich es normalerweise tue. Auf jeden Fall deutlich besser als gestern. Ich habe mich auch gefragt, warum ich, also noch bei den, wie vorgestern, bei den schwulen Männern, warum betone ich das? Ich betone es, weil sie es so betonen. Denn das ist offenbar, sie sind keine Menschen mehr, sondern schwule Männer. Ich werde das, seht ihr, da habe ich gleich meine Brücke, was mich in das gemeinsame
Gespräch, es ist irgendwo ein Gespräch, weil ihr zumindest geistig mit mir redet. Ihr wisst das vielleicht nicht, aber es ist so. Deshalb lausche ich auch so viel, was will heute gesagt werden, also was mich da hineinführt, was wir da an uns zu differenzieren haben, warum so eine Festlegung einerseits fatal ist, aber auch der Beginn des Begreifens, was denn sonst zu tun wäre. Diese, so ein kleines Kärtchen, davon nehmen wir, überall ist sowas um uns herum. Kleine Botschaften, kleine Aussagen, wie hier vorne das Gemälde, da diese Frauenpower-Selbstaussage. Passt ja auch die Karte dazu, also jemand, der durchdrungen ist oder sich hat durchdringen lassen von dem Gedanken, ihr Männer, also die vielleicht glaubt, sie müsse einen Kampf gegen einen Patriarchalismus oder gegen ein Patriarchat kämpfen, also der Pater, der Vater, das heißt eigentlich einen Kampf gegen die Väterlichkeit, kann man auch mal, ich glaube, es hört sich sofort anders an, wenn man sagen würde, wir kämpfen einen Kampf gegen die Väterlichkeit oder gegen die zu dominant gewordene Väterlichkeit, das zu dominant und allbeherrschend gewordene väterliche Prinzip ist nach meinem Dafürhalten was vollkommen anderes. Deshalb pass auf, was du, was man dir sagt und erwerbe dir Worte, alte Worte scheinbar, wurde auch heute Morgen gesagt, in einer E-Mail, zu der ich gleich noch was sage, etwas Lobendes sage. Ja, so kleine Sachen, die prägen sich dann ein. Und ich muss sagen, das charakterisiert dieses nackt voreinanderstehen, reduziert auf die Geschlechtlichkeit und das nicht mehr wissen, was man vom anderen Geschlecht denn halten und auch wollen soll überhaupt. Und auch vor sich selber. So, weil ich bin jetzt ja nur noch der mit dem kleinen Pimmel und darum mache ich ja angeblich so viel Gewese. Das ist ja dann so eine Behauptung, die man auch gleich mitschluckt, dass das ja so die Stellung des Mannes zum Beispiel in der Welt sei, also der, ne, der Patriarchat, Väterlichkeit, im Grunde schwanzgesteuert, alles hier nur phallische Geschichten. So kann ich, kann mich noch sehr gut erinnern, wie das in meiner Bewusstseinsgeschichte als 1966 Geborene langsam zugenommen hat, immer mehr dieses drauf, also immer mehr den Spot, also auf den männlichen Penis gelenkt und dann, ja, das Auto ist eine Schwanzverlängerung und so weiter, als ginge es irgendwie bei der Männlichkeit irgendwie darum, dass man halt da so ein Ding in der Hose hat. Das sei also alles mit der Väterlichkeit. Das ist so ein Endzustand, so ein Bild. Das Ende auch der Beziehung zwischen Mann und Frau. So nach dem Motto, ach so, wir haben immer gedacht, weil ihr so uns das so mit Obelisken und so vorgeführt hat. Wir haben uns also quasi jahrtausendlang irgendwie beeindrucken lassen. Wir, das Frauengeschlecht. Auch eine furchtbar verheerende Selbstformulierung. Deshalb spreche ich von Frauenmenschen. Ja, dazu komme ich noch. Haben uns täuschen lassen und jetzt haben wir endgültig, also dank Alice Schwarzer und so weiter, zum Glück durften wir jetzt erkennen, dass das ein Irrglaube war. Eigentlich ist an euch Kerlen gar nichts dran. Dummerweise stimmt das auch, weil so wie die Zeit insbesondere in deutschen Landen geworden ist, ist an den Kerlen, sind die Kerle roh geblieben, weitestgehend und haben sich nicht weiterentwickelt und weiterentwickelt zum Mann zu rechter ritterlicher Männlichkeit, die eben auch eine, da war man eben wieder, ich habe es bemerkt, die auch eine, auch eine Konfrontation mit philosophischen Drachen notwendig machen würde. Doch das wurde mit der Bücherverbrennung damals bei den schwarzen Rittern, über die habe ich noch gar nicht gesprochen, über die Nasos. Damals wurde im Grunde bis heute, damals wurde Literatur oder das, was uns fortbilden hätte können, das, was die rohen Kerle, die tatsächlich nur flach liegen und so im Sinn haben, was den Herzensraum hätte bilden können, das wurde damals verbrannt. Also eine bestimmte Geistigkeit, ein Blick auf die Literatur, ein Blick auf darauf, was uns
neben langweiligen Schulstunden diese großen Dichter und Denker auch zu bringen haben, eigentlich, wozu wir sie brauchen, um innerlich zu einem Mann, einem ritterlichen Mann und Königsanwärter zu werden. So stehen wir heute nackt voreinander und blicken auch auf euch Frauen, habe ich ja sehr wach getan. Und irgendwann, wo ich mich so oft gefragt habe, warum jage ich nur hinter diesen Möpsen her? Das ist auch so ein Ausdruck, so ein, naja, am Ende ist es da ein bisschen Bindegewebe, ein bisschen Drüsengewebe. Was finde ich daran eigentlich so faszinierend? Auch eine große Enttäuschung, die sich mit der Zeit zumindest heranschleichen wollte. Aber viele Männer, ich höre das heraus, denen geht das genauso wie mir. Es teilweise ging, was wollen wir von euch Weibern? Wir schämen uns auch irgendwo und verfluchen es, dass wir so angezogen sind von, ja, wovon eigentlich? Wovon eigentlich? Ich möchte heute über, das alles soll beantwortet werden. Aber ich pflück jetzt mal die Gedanken, wie sie jetzt gerade sich herandrängen. Vielleicht den Satz dazu: Wir fühlen uns, also eure Formen, die uns heute so wohlfeil aufs Auge gedrückt werden, wo da zwischen den Beinen durch die Leggings ja schon die Einladung da ist, steckt doch mal den Finger rein, steck ihn doch gleich mal rein, wo irgendwie so ein Hinweis, so ein optischer Hinweis durch die Betonung eurer der Formung eures Blütenblattes da, dass es eigentlich ist, eine Blüte sollte vor zu praller Sonne und behütet, beschützt werden, ebenso im Blattwerk verborgen ein wenig, sollte eigentlich umhüllt werden. Es wird eigentlich erst zu dieser rohen Geschlechtlichkeit, zur Muschi gemacht, durch diese Nacktheit, die heute auch noch gepriesen wird von den Frauen selber. Sie ist uns die Form. Die Form des Weibes, des weiblichen Avatars, löst in der männlichen Seele ein Versprechen aus, ein süßes Versprechen auf etwas, das der Avatar selber aber gar nicht halten kann, sondern etwas, das nur der darin wohnende Mensch durch Kultivierung dieses Avatars, durch Ausbildung eines Herzensraumes, durch Ausbildung eines grünen Daumens, durch Ausbildung eines verständigen Himmels- oder Geistesmenschen nur zu erfüllen in der Lage wäre. Also dort ist wie beim Kaffee so ein bisschen, man riecht dran, es riecht göttlich, aber dann trinkst du einen Kaffee, denkst du, das war's jetzt, das war's also, das, ne, sind ja zwei Welten. Gut, alles schon neue Gedanken, aber ich möchte euch ein wenig in die Vergangenheit zurückführen, wie diese Städte geworden sind. Zuvor noch die Frage, warum bin ich so müde teilweise? Das liegt an zehrenden Beherbergungen, wie bei diesen beiden mit ihrer geschlechtlichen Orientierung so hausierenden männlichen Exemplaren, also den beiden Schwulen auf gut Deutsch. Es ist aber wichtig, das so auszudrücken, sich hier ein bisschen Mühe zu geben. Aber es liegt auch daran, dass es furchtbar anstrengend ist, diese Arbeit zu leisten, die ich hier leiste, falls es dem einen oder anderen nicht klar sein sollte. Falls ihr nur denkt, der Thomas Liebel hat hier so einen Mitteilungsdrang. Es drängt mich durchaus, aber nicht im Sinne eines Plappermaules, das nicht anders kann, als den ganzen Tag reden. Gestern saß ich, habe ich mir einen Mohnkuchen mit Birne gegönnt. Sogar zwei Stück Kuchen, erst einen Pflaumkuchen, einen Mohnkuchen, völlig meine Diät, gegen meine Diätvorstellungen. Ich gehe damit ziemlich locker um.
Und dann saß dann hinter mir, das war, ich saß dann eine Dreiviertelstunde, ein älterer Herr, eine ältere Dame, und sie, die ganze Zeit ging es nur irgendwie um Vodafone, um irgendwie Datenvolumen und den Anschluss so, den Anschluss so. Die ganze Zeit hat im Grunde nur sie geredet. Und eigentlich, was sie gemacht hat, war, also man sitzt da zusammen und kann hinterher sagen, so, ja, da saßen zwei Leute und haben sich unterhalten. Was aber tatsächlich war, sie hielt einen Monolog. Im Grunde hätte sie auch alleine sein können und das tun, was ja viele Menschen erstmal auch im Guten tun, dass man da sitzt und sich überlegt, Moment, also wenn ich jetzt zu dem Anbieter gehe, kostet es 20,13 € im Monat und dafür bekomme ich das und das. Aber wenn ich zu dem gehe, dann so und so. Aber da war doch dann irgendwie die Geschichte mit meiner Bekannten, die hat doch da den Vertrag abgeschlossen, was man nicht alles so durchdenkt. Das geht bei uns normalerweise ja relativ schnell, wenn man darüber nachdenkt und sich nicht von den Gedanken selber dann treiben lässt, kann man das relativ, gerade die Frauenmenschen, ne, kann man das relativ kurz abhandeln. Und sie hat eigentlich laut gedacht, also laut noch einmal die Überlegungen wiederholt und dann halt für den anderen noch ein bisschen, also nicht für, ja, im Grunde nicht für den anderen. Das war halt schön, dass man ein Publikum hatte, das macht dann nämlich auch Spaß. Im Grunde auch egal, wer da sitzt. Also man hat nicht zu diesem Menschen gesprochen, man hat ihn benutzt als Auslöser dafür, dass man jetzt seine Monologe starten konnte. Ich bin da, wenn du meinst, ich wäre da hart, ich bin einfach nur exakt. Das meiste, was heute passiert, sind, dass die Leute vor sich hin plappern, noch einmal wiederkäuen, was sie sowieso schon mal irgendwann gedacht haben, jetzt vielleicht ein bisschen in einer neuen Kombination. Und das nennen wir dann ein Gespräch. Es hat nichts mit dem anderen zu tun, außer dass er vielleicht auch Interesse an Überlegungen hat, wo ich da aber heute sagen würde, komm auf den Punkt und antworte bitte auf meine Frage. Aber in so einer Welt leben wir, wo die Gedanken sich verselbstständigt haben, ein vor sich hin plappern eines Automaten hier drin, überall festzustellen ist, wo keine originellen Fragen mehr gestellt werden, überhaupt keine Fragen mehr gestellt werden. Mir werden überhaupt keine Fragen gestellt, außer hast du gut hergefunden. Das war's doch schon. Ein katastrophaler sozialer Zustand. Das Wort zwischenmenschlich. Nur noch eine hohle Phrase. Die Gedanken zu fassen, die Grundelemente und davon ausgehend diese so verwirrende Welt der Erscheinungen, jetzt allein im Äußeren, die Blüten und Pflanzen oder auch dann in den Theorien darüber, die Antwort auf die Antwort, der Antwort, der Antwort. Alles Gedanken bei TikTok, wisch und wisch und wisch, 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 wisch. Also nichts, was man mehr festhält. In so einer Zeit diese Grundgedanken zu fassen, in einer Videoreihe, das, was jetzt zu sagen ist, zu greifen, das ohne dauernd eben zu sagen, euch zu Gehör zu bringen, mit all den Ängsten, dass die Menschen dann abschalten werden. Also da Glauben aufzubringen, dass es schon werden wird. Das alles ist eine Monsterarbeit. Und das sage ich, um einerseits Verständnis für meine Person zu erwecken, aber auch vielleicht auch Verständnis dann für andere Menschen, aber auch um zu genau dieser Arbeit, die uns halt in diesem Moment erstmal schwerfällt, weil wir sie nicht gewohnt sind, zu ermuntern und einzuladen, und das ist der Bezug zu den Schwarzen Rittern. Ich habe das in den Videos ausgeführt auf der Gralstour im September 2022 am Schloss Fürstenstein, dass die Arbeit, die geleistet worden ist, in diesen Jahren 36 bis 42 oder so, allein der Bau der Bunker entlang der gesamten Atlantikküste,
im Land dieser Ostwall, andere Bunker, Gebäude, alleine oder die ganzen unterirdischen Anlagen, die ganzen Forschungen, die Raketenforschung in Peenemünde, die Forschung an Zukunftstechnologie wie Haunebu, also UFO oder Äthertechnologie im weitesten Sinne, unzählige Erfindungen wurden gemacht, um in diesem Fall dem übermächtigen Feind zu begegnen, einer kolossalen Allianz. Diese Kraft für sich genommen ist bewundernswert. Absolut Hochachtung. Es ist die Kraft der Kinder des deutschen Geistes, derer, die aus dem Schlaf als deutscher Michel zu den Streitern des Michael werden können und sollen, wo man nur einen Buchstaben wegnehmen muss und schon wird die weiße Rüstung des Schwanenritters schwarz, schon verkehrt sich das Lebenssymbol der Swastika in ihr Gegenteil. So viel braucht es. Muss man nur rausnehmen, so wie bei der Sicherung im Sicherungskasten, und schon läuft gar nichts mehr. Es ist die gleiche Kraft wie bei Darth Vader, Krieg der Sterne, da wird uns dieses Motiv vorgeführt. Der hoffnungsfrohe Anakin, wodurch gerät er in den Sog dieser Macht, die es auf ihn abgesehen hat? Weil er seine Mutter rächen möchte und es nicht schafft, auf die Rachegelüste zu verzichten, sich darüber zu stellen. Es ist ein Monsterwerk, das zu tun. Doch, wie ich immer sage und zu sagen beliebe, viel Feind, viel Ehr. Ich finde dieses Sprichwort wunderbar. Es heißt, wer angegriffen wird, muss auch etwas Bedeutsames haben, das die anderen entweder in ihren Besitz bringen wollen, so wie die heilige Lanze des Longinus oder was ja Adolf Hitler so und das die ganze esoterische Dritte Reich-Clique, wonach ihn so dringend verlangte, weshalb sie nach Tibet gefahren sind und so weiter. Oder dass zumindest ihnen vielleicht auch oder ihrem bisherigen Dasein, also diese Feinde, dass ihrem bisherigen Dasein eine Wendung geben könnte, die ihnen nicht so gefällt, zum Beispiel einem Machtstreben. Es ist so unglücklich, dass so viele Menschen noch leben, die vielleicht sogar schon sich bis dahin vorgedrungen sind, dass sie gemerkt haben, und die Offenlegungen werden ja kommen, ziemlich bald, denke ich mal, so wie es auch in Bezug auf den Ersten Weltkrieg war, dass diese Sache mit dieses ganz einfache Freund-Feind-Schema, es war einmal ein böses Volk. So wurde es ja 1933 in Amerika erzählt mit dem Herrn Kaufmann, der da sein Buch geschrieben hat. Das hat dann der einfache Cowboy hat es dann geglaubt, dass es war einmal ein böses Volk mit so einer Nase oder Pickelhaube und das hat immer schon die ganze Welt mit Krieg überzogen. Es ist, weiß ich, man schämt sich schon als Sechsjähriger dafür, dass jemand so platte Märchen in die Welt bringt, weil die Wirklichkeit niemals so einfach ist. Ja, und dieses böse Volk hat alle anderen unterdrückt und mal wieder dann in den Jahren 1933 hatte sich einen ganz besonders bösen Führer, den bösesten der Bösen, ausersonnen und dann wollte es die ganze Welt unterjochen. Menschen haben sich vielleicht bis dahin schon vorgearbeitet, dass dieses Geschichtsbild nicht stimmt und dass es ganz klare Anhaltspunkte dafür auch gibt, siehe Schulze-Rohnhoff und so weiter. Aber die wenigsten davon dürften sich emporgerungen haben zu der Sicht,
was es denn zu verteidigen galt. Nicht irgendeinen technologischen Fortsprung, oh, die haben uns die Patente genommen, uns, ne? Oder die haben uns unsere schönen deutschen Städte, also genommen, ne? Da war ja ganz viel im Grunde schon völlig marode und durchseucht, also durchseucht mit einer uralten Gesinnung, einer uralten. Ja. Eine Mief, in der man, der auch wirklich mal weichen musste, sondern das, was hier bewahrt werden sollte, war eine Art von Jungfräulichkeit, eine neue jungfräuliche Kraft des Schwanenritters, der sich neu in die Welt zu stellen vermag, der seine Macht, über die er verfügt, vor allem einsetzt, um über die eigenen Gedanken Herrschaft zu gewinnen. Und nicht über andere Völker. Dass diesen Menschen dieser Gedanke, Stichwort Herrenrasse, in die Seelen gesetzt worden ist, ist unbedingt zu korrigieren, weil wir sonst nicht weiterkommen. Gut. Noch ein lobendes Wort. Ich habe in einem der nun auf privat gestellten Videos aus einer E-Mail zitiert, ohne den Absender. Es wäre selbst auch das nur ein Vorname gewesen. Also eine komplette Anonymisierung, Privatsphäre war gegeben. Habe ich zitiert aus einer E-Mail, die ich bekam und die in ihren, wie auch immer, gemeinten Überlegungen am Ende darauf hinausliefen, lass doch diese Tanja, die also abgestürzt ist, lass sie sich weiter prostituieren und ich daran ein Symptom aufgezeigt habe, dass die heutigen Frauen, Menschen so verdreht sind in ihrem Wesen, dass sie noch nicht einmal den alten, dass sie sich nicht mehr an den Pakt erinnern der Schwestern aus uralter Zeit, der die Grundlage ist für die sogenannte Globalisierung der Arbeiter aller Länder, die sich vereinigen sollen. Das wird nämlich von den Frauenmenschen und soll von den Frauenmenschen getragen werden, von ihren besonderen Kräften, sich noch nicht einmal mehr an diesen Pakt erinnern, sondern gegen ihn arbeiten, gegeneinander arbeiten. Und dieser Frauenmensch hat mir heute wieder geschrieben und ich sage nur vielen Dank. Danke für die Mühe und danke auch für die Entschuldigung. Es hat mich in dem Moment wirklich sehr geärgert, aber ich kann differenzieren und deshalb sage ich mal an der Stelle, ich freue mich auf Zeiten, in denen wir die Kunst der Differenzierung wieder beherrschen. Es gibt unglaublich viel zu tun in meinen Augen, damit solche E-Mails vermieden werden. Es würde damit beginnen, genau dieser Gedanke kommt jetzt wieder, was ich gerne mit euch tun würde, es würde damit beginnen, dass wir erst einmal fragen, sag lieber Freund, wie geht es dir? Bevor wir also gegenschießen, und da sind wir wirklich fast schon noch in den Kinderschuhen, meine Lieben. Ein Mensch kommt her und beschwert sich. Man kann wissen, wenn man ein wenig sich mit Kommunikation beschäftigt hat, mit den Überlegungen dazu, dass in aller Regel erstmal ein emotionales Bedürfnis hinter dem Vorwurf steht. Das heißt, statt sofort sachlich darauf einzugehen oder gegenzuschießen, was willst du denn von mir? Erst einmal fragen, sag mal, was ist denn los? Ach ja, und ich hatte so einen langen Tag und überhaupt und da und dann kommst du ja da, ich bin einfach überlastet. Komm her in meinen Arm und wir trinken mal einen Tee zusammen und dann wird alles wieder gut und danach reden wir. Ja, das ist doch gar nicht so schlimm. Ich habe doch eigentlich nur, das war doch nur ein Aufhänger. Ich habe das doch nur genommen, du hast die Türe offen stehen lassen und es hat mich doch nur so geärgert, weil ich eigentlich total auf dem Zahnfleisch gehe. Wenn das einmal in unserem Alltag sein wird, dass wir Übung darin haben, erst einmal auf das Bedürfnis zu blicken, anstatt auf das Argument, dann wird unglaublich viel Spannung aus der Welt genommen werden. Auch in diesem Fall
statt gleich irgendwie überzuschnappen in eigene Überlegungen. Ich erzähle von Tanja, ich erzähle, das ist die Geschichte. Die Geschichte wird gar nicht angeschaut. Es wird auch nicht auf mich eingegangen, der die Strapazen auf sich genommen hat. Mir erstmal verbal eins in die Fresse gegeben. Das sind einfach Tapsigkeiten des neuen Menschen, der gelehrt worden ist, das so zu tun, der gelehrt worden ist, auf seine Meinungen zu achten, sie möglichst zu gucken, ja, was meinst du denn dazu, was meinst du denn heute? Also ganz nach unmöglichst unwillkürlichen, nicht durchdachten, nicht ergriffenen Sympathien und Antipathien sich in die Welt zu stellen. Und ja, und dann finde ich jetzt irgendwas und dann irgendwie so einen bunten Fächer von irgendwelchen wild auch sich widersprechenden Thesen und Theorien in kleinen, teilweise nicht zu Ende geführten Sätzchen und Gedankenfragmenten und die schleudere ich dem anderen entgegen, dann geht es mir so richtig gut und der sitzt einfach da, ist eh schon geknickt und hat jetzt noch die letzte Breitseite bekommen und dann hinterher, dann sagt er mit erstickter Stimme, ich kann kaum noch, oh, das wollte ich jetzt aber gar nicht. Seht ihr, das sind wirklich Tapsigkeiten und ich freue mich auf eine Zeit, in der wir diese Fehler, die es wirklich sind, weil wir wissen, was im Zwischenmenschlichen sich zwischen uns ereignet, dass wir darauf Rücksicht nehmen müssen, als auf eine Gegebenheit wie in der Natur auch, dass wir gelernt haben, miteinander sorgsam umzugehen, wie Wissende, wie solche, die in der Lage sind, Gärten zu gestalten, dass wir da auch bei allem Wunsch, jetzt diese Blumen sofort zu ernten, aber eben die Reifungszeit und die Zeit des Erblühens und bis zur Ernte, dass wir das abwarten können, dass wir so mit uns umgehen im Gespräch mit Menschen, wie wir auch mit der Pflanzenwelt als gute Gärtner umgehen. Ich wünsche mir solche Zeiten, wünsche mir eine Schule, in der das gelehrt wird, in der wir merken, ja tatsächlich, wenn wir ein bisschen Wissen haben darüber, wenn wir es üben, dann geht es immer besser und dann geschieht sogar etwas, das heute in der Welt fast ausgestorben ist und das ich immer wieder mal thematisiert habe, bis heute ohne jegliche Resonanz, fruchtbare Begegnungen. Ich stelle mir eine Schule vor, und das ist der Hintergrund all dessen, was ich euch hier erzähle, was ich mir herausringe. Ich muss die Gedanken wieder wegschieben, zum Beispiel die übermächtig werden wollen, muss sie aber doch reinbringen, nacheinander, damit ich die Symphonie aus dem Stegreif komponiere, die in der Lage ist, das Innere zum Klingen zu bringen. Also ich habe die Vision, dass wir später einmal eine Wissenschaft vom Sozialen, eine lebendige Wissenschaft begründen werden. Den Grundstein dafür möchte ich legen, mit Ausblicken zum Beispiel, dass wir das positive Tratschen, nur ganz wenige Menschen kennen von mir diesen Ausdruck, also das, was unwillkürlich passiert, wenden in eine kreative, so wie da eine Skulptur da drüben gemacht worden ist. Ihr habt sie gesehen, ne? Die blaue Frau, dass wir merken, wir können in unseren Gefühlen und Gedanken können wir modellieren, wie es denn mit diesen Menschen, Geschwister jetzt weitergehen könnte, statt also nur darüber abzulästern, liegt in uns die Begabung, diesen Weg weiterzuführen. Wir werden zum Beispiel damit beginnen, statt uns immer selbst nicht gegriffene Weltbilder überzuhäufen, siehe Diskussion runde Erde, flache Erde oder was man jetzt hier zu diesem und zu jenem meint. Und dann werden wir uns so ein bisschen wie beim Schauspiel oder auch in lustigen Kabarettrunden voreinander hinstellen und sagen, ich glaube an die runde Erde. Wisst ihr, in dem Moment, in dem man nämlich das sagt, dann wird einem vielleicht selber klar, dass man daran nur glaubt. Und dann werden wir also immer dort, wo wir dann dem anderen mit so einer Glaubenskraft so vehement entgegentreten, dann dürfen wir das mal so ausdrücken, dass es sich um einen Glauben handelt und dann übergehen dazu, was weiß ich denn eigentlich? Ja, eigentlich nix. Die allermeisten, die jetzt die runde Erde vehement verteidigen, haben sich noch nie mit den Forschungen, wie ich zum Beispiel, damit beschäftigt, wie das denn mit den Meridianen überhaupt entstanden ist oder wie man dann eben eine Bewegung der Erde dann überhaupt festgestellt hat. Also wie war der Experimentalaufbau und wer ist dann da drüben und dann da gewesen und dann 1000 Kilometer weiter da drüben und wie haben die sich verständigt und so weiter, um irgendwie herauszufinden, also eine Bestätigung dafür zu erhalten, also zu dem Modell, dass die Erde sich dreht. Und wir wissen eigentlich nichts, das Allermeiste basiert auf Glauben. Und das ist der Glaube, der uns heute noch an den
Papa knüpft, an den Lehrer knüpft, an die Wissenschaft des Autorität oder was auch immer. Und wir werden immer mehr uns selber befreien. Wir werden diesen Augiasstall, hast du schon mal gegoogelt, oder weißt du es, mein lieber Mitmensch, den Augiasstall wie Herkules ausmisten, dieses Verklebtsein von wirklichem Wissen und einem Bewusstsein über das Nichtwissen, vor allen Dingen auch, und dem, was ich gerne glauben möchte, oder wo es dann in der Auseinandersetzung rein darum geht, wenn wir ganz selbst ehrlich sind, dem anderen im Grunde unser Ding überzuhäufen, ihm an die Gurgel zu gehen. Denn das ist für den, der darum weiß und damit auch schon so lebt wie ich so lange, der um dieses Motiv weiß, dass wir die ganze Zeit, dass wir heute oder jemand in uns die ganze Zeit das Bedürfnis hat, den anderen Menschen zu erwürgen. Wer dieses, also im Zeitalter der Bewusstseinsseele, so der Gollum, der mein Schatz und der dann den anderen da irgendwie fertig machen will, wenn wir das einmal das Motiv haben, erkennst du es überall wieder. Die allermeisten Auseinandersetzungen basieren nur darauf, dass unsere Monster aufeinander losgehen und da kannst du mit deinem inneren Kind arbeiten, solange bis du schwarz wirst. Wenn du das nicht siehst, und das werden wir aber durch diese wunderbaren Übungen, die ich gerade skizziert habe, oder auch durch natürlich die anderen Übungen, die wir brauchen, klären, also die Übungen, dass wir tanzen lernen, aber nicht nur irgendwelche Schrittfolgen, sondern dass wir die einzelnen Schritte auch dann, die es da gibt, auf ihre Qualität durchschmecken werden, dass wir, also im Bereich der Begegnung gibt es ganz viel zu tun, im Bereich Gesang, auch auf, also wie man zusammen, wirklich zusammen singt, da werden wir ganz viel Fähigkeiten entwickeln, eine Hellhörigkeit, eine Hellfühligkeit. Wir werden das machen, und das ist mein großes Vorbild aus Hollywood, denn Hollywood war einer meiner größten Lehrer und der Macher dahinter, werden wir eine Schule für Mutanten aufbauen. Das ist nämlich die Königsschule. Mutanten in einer Zeit, das sind ja Menschen mit neuen Fähigkeiten, die können dann tatsächlich, ja, vielleicht Feuer aus den Augen, denn wir stehen auch tatsächlich davor, dass sowas wieder in die Welt kommt. Die werden aus den Augen Feuerstrahlen hervorgehen lassen und Eisen verbiegen. Das können wir auch schon und das tun wir auch die ganze Zeit. Nur, dass wir die falschen Ergebnisse erwarten. Also wir erwarten, dass wir mit den Augen jetzt die Pflanze da drüben zum Beispiel verbrennen können. Das tun wir nicht, aber wir können zum Beispiel die Seelenlandschaft eines anderen Menschen veröden und das machen wir die ganze Zeit. Wir tragen alle Kräfte in uns, die wir im Moment alle, weil wir ungeübt sind, tapsige Neulinge, verheeren wir insbesondere die soziale Welt. Und ich sehe ein großes Gelände vor mir mit luftigen Gebäuden, in denen ausgehend von ein paar Trägern, die sich finden werden, ich werde den Anfang machen und dann werden sich andere dazu gesellen, werden wir eine Schule für Mutanten gründen, genannt Kinder des deutschen Geistes und solche, die es werden wollen, gerne in allen Hautfarben dieser Welt, ist mir völlig boogie. Hauptsache, sie haben das Herz am rechten Fleck und sie können dann im Michel das A dann auch noch sagen, Michael, dann sind wir da schon bei einem guten Anfang. Und weil dieser Gedanke heute auch noch gesagt werden wollte, ich wünsche mir ganz viel Geld. Das ist ja immer dieses leidige Thema, wo mir dann nicht zugehört wird. Vielleicht gelingt es nach und nach. Ich fühle mich im Moment finanziell total abgesichert, auch dank dir, mein lieber Daniel, und dank dir, meine liebe Raffaela, also mit diesem, ja, für meine bescheidenen Verhältnisse ungeheuerlichen Betrag, aber ich sehe Zeiten, in denen von euch, in denen der gute Wille sich loslösen wird, und sei es mir persönlich oder einer Stiftung, die natürlich auch Geld kostet und die muss man erstmal einen Anwalt haben, um die zu begründen, wo Gelder strömen werden, um, ja, was würde ich machen mit diesen Geldern? Ich würde mir kein eigenes Auto kaufen, diese Dinge sind mir heute vollkommen egal. Hi. Sind mir heute völlig egal, sondern ich würde damit... Das Video ist länger geworden, als es meine Kamera verarbeiten wollte. Von daher gibt es zwei Teile. An der Stelle, weil es mir auch gerade nochmal geschrieben worden ist, ach, könntest du nicht, du bist ja eh so langatmig, Thomas, ne? Man möchte gerne so drei prägnante Sätze, Narzissmus ist gleich,
wen musst du meiden, wie musst du dich verhalten, so ein paar Vorschriften. Also du fasst dich ja eh nicht schon nicht kurz und am Ende bitte gerne nochmal zusammenfassen. So, dass man sich also quasi gar nicht so richtig aufpassen muss. Und dann sage ich, nee, es ist für die Art und Weise meiner Wissensvermittlung ist es elementar, dass du, mein lieber Mitmensch, mitarbeitest. Denn sonst kann diese Art des Wissens nicht fruchten. Und das wird ja auch in der Zukunft immer mehr so sein, dass wir möglichst darauf verzichten, irgendwas mal so als schlagwortartig mit Substantiven zu verinnerlichen, sondern dass wir nur das behalten, das wir auch selber wiedergeben können, mit unseren eigenen Worten, wo wir das Motiv dahinter verstehen. Also hiermit erstmal enden und beim nächsten Video geht es einfach nahtlos weiter. Tschüss.